Ich bin herzkrank und habe in einer Woche einen Termin im Krankenhaus für eine Untersuchung, da ich in den nächsten Tagen viel zu tun habe. Eines Abends brach ich zu Hause zusammen. Meine Freundin ist Krankenschwester und wir wohnten damals noch nicht zusammen, aber sie wohnte ganz in der Nähe meines Hauses. Ich erzählte ihr von dem Ohnmachtsanfall, und sie bestand darauf, dass ich noch am selben Tag zu Untersuchungen ins Krankenhaus ging. Ich habe sehr gezögert zu gehen, da ich eine Geschäftsreise geplant hatte und morgen abreisen wollte. Sie rief mich immer wieder an und sagte mir, ich solle so bald wie möglich gehen und sie würde mich begleiten. Ich wollte weiterarbeiten, aber der Arzt rief mich an und bat mich, jetzt zu gehen. Ich fuhr zum Krankenhaus und traf dort meine Freundin. Ich wollte es nur hinter mich bringen, damit es meine Arbeit morgen nicht beeinträchtigt. Als ich ins Krankenhaus kam, führte der Arzt einige Routineuntersuchungen an mir durch. Als nächstes sagte der Arzt, ich solle mich für einen Belastungstest auf das Laufband stellen. Ich war gerade mal 2 Minuten gelaufen, als ich anfing, mich etwas unwohl zu fühlen. Ich hatte diesen Test schon einmal gemacht und nie ein Problem gehabt. Als das Tempo zunahm, fiel es mir immer schwerer zu atmen. Ich hatte das Gefühl, durch einen Sumpf zu laufen und schnell zu versinken. Der Testtechniker sagte mir, ich solle noch etwas länger durchhalten, damit die Daten genauer werden. Ich bin noch 1 Minute weitergelaufen. Plötzlich herrschte Dunkelheit vor meinen Augen. Als ich aufwachte, lag ich in einem Krankenhausbett. Ich hörte, wie die Krankenschwester dem Arzt sagte, dass sein Blutdruck immer weiter abfalle und wir ihn verlieren würden. Ich spürte, wie ich immer schwächer wurde, und alle um mich herum waren beschäftigt. Ich wusste, dass ich jetzt nirgendwo anders als im Krankenhaus hingehen würde. Ich hatte das Gefühl, dass ich sterben würde, und ich spürte die Angst vor dem Tod. Ich wollte nicht, dass der Tod mich holt. Ich begann zu beten und Gott zu bitten, mich am Leben zu lassen. Wenn ich sterben musste, wollte ich, dass Gott mich mitnimmt, nicht Satan. Ich sagte Gott, dass ich bereit sei, nach Hause zu gehen, wenn es an der Zeit sei. Nach dem Gebet war ich völlig entspannt, und alle meine Ängste verließen mich. Ich wusste, dass Gott mein Gebet erhört und mir mehr Zeit verschafft hatte. Ich wurde in den Operationssaal gebracht. Eine Krankenschwester blieb bei mir, um mich während der Vorbereitung zu trösten. Langsam wurde ich mehr und mehr bewusstlos. Nachdem ich meinen Körper zum ersten Mal verlassen hatte, erschien ich in einem Tunnel. Dieser Tunnel war sehr dunkel und drehte sich ständig. Ich habe kein weißes Licht gesehen. Mein erster Gedanke war, dass ich tot bin, dass ich das weiße Licht nicht gesehen habe und dass ich in die Hölle komme. Plötzlich kam ich wieder zu Bewusstsein. Die Ärzte und Krankenschwestern waren mit ihrer Arbeit beschäftigt. Nach einer Weile verließ ich meinen Körper wieder. Dieses Mal erschien ich am Ausgang des Tunnels und konnte den blauen Himmel sehen. Als ich den Tunnel verließ, war ich überwältigt von der Schönheit, die sich mir bot. Ich stand auf einem großen Felsen am Rande einer Klippe. Die Luft war so frisch und der Himmel war wunderschön blau. Es fühlt sich an, als wäre hier der Frühling und meine Lieblingsjahreszeit. Es gibt dichte Wälder und klare Flüsse. Der Hügel gegenüber ist voller Wildblumen, Blumen in allen möglichen Farben, von denen ich einige noch nie gesehen habe. Wenn Sie glauben, dass die Farben auf der Erde wunderschön sind, liegen Sie falsch. Hier sind die Farben viel gedämpfter. Es gab viele kleine Tiere, die auf dem Rasen spielten.
So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich hörte eine Stimme sagen, geh weiter, komm zu mir. Ich war verwirrt, denn vor mir befand sich eine Klippe. Ich war ein wenig verärgert und ignorierte die Stimme. Ich war hier sehr entspannt. Ich blickte auf den Fluss, und er war kristallklar. Ich sehe viele Fische im Wasser schwimmen und sie schauen zu mir hoch. Vögel fliegen über meinen Kopf und schauen mich neugierig an. Außerdem bemerkte ich eine Herde von Rehen, die am Fluss grasten. Auf der anderen Seite des Hügels sah ich einen Weg, der von der Spitze des Hügels bis zum Boden führte. Zu diesem Zeitpunkt wurde ich von einem weißen Licht erfasst, das ich nicht mehr aus den Augen lassen konnte. In diesem Moment hörte ich wieder die Stimme, geh weiter und komm zu mir. Dieses Mal habe ich nicht gezögert. Ich streckte meinen linken Fuß aus und plötzlich flog ich. Ich war wie ein Vogel, der durch die Luft gleitet, und ich liebte dieses Gefühl so sehr. Ich flog über den Fluss, ich flog über einen tiefen Wald. Ich flog auf das helle Licht zu. Je näher ich diesem Licht kam, desto stärker spürte ich das Glück. Dann sah ich einen Anblick, den ich nie im Leben vergessen werde. Er trug ein reinweißes Gewand mit einem schön bestickten Kragen. Sein Haar und sein Bart waren lang. Eine Aura aus herrlichem weißem Licht umgab ihn. Wir saßen im Gras am Fluss. Er schwelgte in Erinnerungen an mein Leben. Mein Leben ist wie ein Film. In bestimmten Szenen hörte es auf zu spielen, und er fragte mich, wie ich mich in diesem Moment fühlte. In diesen Szenen ging es ausschließlich um meine Interaktionen mit anderen Menschen. Ich stellte fest, dass ich bei mehreren Gelegenheiten unbeabsichtigt Menschen verletzt hatte, und das beschämte mich. Das Schlimmste war, dass meine Ex-Freundin und ich uns noch nicht getrennt hatten und ich mit anderen Mädchen zusammen war. Als die Erinnerungen aufhörten, dachte ich, ich sei ein schlechter Mensch. Er hat mich nicht kritisiert. Sich selbst zu verurteilen war das Schlimmste. Ich habe mich so sehr geschämt, dass ich anfing zu weinen. Er sagte, das ist nicht, um dich zu bestrafen. Ich hoffe, dass du bei deiner Rückkehr eine bessere Version von dir selbst sein wirst. Wir haben uns danach noch lange unterhalten. Am Ende sagte er mir, ich kann noch nicht im Himmel bleiben, ich habe dort unten noch eine Aufgabe zu erfüllen. Plötzlich war ich wieder in meinem eigenen Körper. Ich lag in einem Krankenhausbett und hatte das Gefühl, einen sehr seltsamen Traum zu haben. Während ich noch darüber nachdachte, was ich gerade erlebt hatte, kam mein Arzt herein. Er sagte zu mir, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass Sie leben, und die schlechte, dass Sie schon zweimal gestorben sind und es ein Wunder ist, dass sie noch leben. Als mein Herz zum letzten Mal aufhörte zu schlagen, hörte er jemanden in sein Ohr flüstern, arbeite weiter und ich hole ihn zurück. Seitdem hat sich mein Leben verändert. Ich kümmere mich mehr um meine Gesundheit und meine Familie als um meinen beruflichen Erfolg. Ich verbringe jetzt mehr Zeit mit meiner Familie. Ich habe jetzt eine neue Richtung, denn die Arbeit, die Gott mir gegeben hat, ist noch nicht abgeschlossen. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod, ich weiß, dass er nur ein neuer Anfang ist.